Hallo, hier ist die Silvia vom Stempellädchen. Ja, heute geht es gar nicht so sehr darum, wie ich diese Karte gestaltet habe, sondern es geht um ein kleines Gewinnspiel für euch. Nämlich, ihr seht, ich halte das mal ein bisschen näher. Ich habe hier ganz viele verschiedene Stempelsets verwendet. Auch ein paar Hintergrundstempel, aber um die geht es hier heute gar nicht. Und ich möchte von euch gerne wissen, welche Stempel Sets ich dafür verwendet habe. Und zwar geht es nur um die Sprüche. Also ihr braucht nur die Sprüche euch raussuchen, um welche Stempelsets es sich hier handelt und mir eine E-Mail schreiben. Und der Erste, der alle Stempelsets richtig erkennt, bekommt von mir ein kleines Musterpaket, Designerpapier. Und zwar sind das Designerpapiere aus dem letzten Mini-Katalog. Ihr erkennt das bestimmt. Und hier sind alle Designerpapiere aus dem Mini-Katalog drin. Kleinformatig im Maß 15,2 mal 15,2, die sich wunderbar verarbeiten lassen. Und wenn euch die Papiere aus dem letzten Mini-Katalog auch so gut gefallen haben, dann schaut mal, ob ihr die Stempelsets hier erraten könnt. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf meinem Blog, genauso wie die Bilder nochmal von dieser Karte, damit ihr jetzt nicht wild mitschreiben und mitblättern müsst, sondern damit ihr euch das Foto ganz in Ruhe angucken könnt und euch in Ruhe die Stempelsets rausschreiben könnt. Ja, es gibt da gar keinen Einsendeschluss, denn die erste E-Mail gewinnt und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss!